Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Simpler Times mit mir, dem Jan. Jetzt im Sommer. Summer. Let's see. What do I have to do today? Ich habe on free will pleasure and concrete gelesen und bin dabei auf ein faszinierendes Konzept gestoßen. Was bedeutet es, ich zu sein? Ich habe mich oft gefragt, wer bin ich? Bin ich nur ein physischer Körper oder etwas mehr? Oder vielleicht bin ich nicht mehr als meine Handlung, wenn ich morgen mit anderen Erinnerungen aufwache. Bin ich dann immer noch dieselbe Person oder jemand anderes? Ich habe darüber nachgedacht und vielleicht sind wir genau das, was uns am Herzen liegt. Was sind die Dinge, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin? Finde drei bedeutsame Stücke. Everything you touch. An ihrem 18. Geburtstag fangen Aurora unerklärliche Dinge in ihrer Umgebung zu bemerken. Je Objekte bewegen sich, wenn sie aufsehen, das hatten wir ja schon. If you want to see the truth behind everything, you need to work for it. It doesn't come easy. Blätter ein bisschen abmachen. Sammle alle verschiedenen Teile und baue das Diorama zusammen. Benutze die Ringe, um die Elemente zu drehen. Positioniere die Kugel, indem du sie nach oben und unten ziehst, bis sie aufleuchtet. Okay, I've got something from Mom, something from Dad, and now maybe something that's a part of me. June. The perfect room for meditating. Thought you were gonna hide from me? No way. It's time to jam. Mann. Oh. Das hat man ja schon. Das ist dieses Untertaggeschenk. Die ändert sich auch immer weiter, diese Federmappe. Some people say this book is for kids,
but I still read it. We all have an inner child. Who could believe that sculpting is more than just scratch? I haven't seen Dad smile like that in a long time. Tanea. Weiß schon mittlerweile nicht, was ich alles gelesen habe. The Skinman Large. Oliver, er ist 6 Jahre alt, als seine Mutter ihn auf einem ihrer Spaziergänge auf den Hügel in der Nähe ihres Hauses in ein kleines, unschuldiges Geheimnis einweihte. Ab und zu wird... Ja, das hatte ich immer, glaube ich, schon. Ja. Robot. Some people say this book is for kids, but I still read it. We all have an inner child. Meine ich auch schon. Ja. Ein Kinderbuch über einen Junge, der auf einen Wanderausflug von seiner Familie getrennt wird. The Boy in the Woods von... Ja, das hatten wir auch schon. The View from Above. Viele von uns leben in der Bequemlichkeit ihrer Häuser, in einer bestimmten Straße, umgeben von anderen Häusern und Straßen. Viele von uns verlassen täglich ihr Zuhause, um mit der Straßenbahn, dem Bus oder der U-Bahn zur Arbeit zu fahren. Viele von uns leben in Gemeinschaften, die Infrastruktur nutzen, ohne jemals darüber nachzudenken, wie sie dorthin gekommen sind oder zu welchem Zweck. Leo Paray will das ändern. And the View from Above spricht er über die Gründe für jede Straßenform, jedes Gebäude und jede Position einer U-Bahn-Station. Als ehemaliger Stadtplaner hatte Leo Paray Zugang zur Geschichte vieler Städte und kann uns daher sagen, warum jede Stadt so funktioniert, wie sie funktioniert und welche Auswirkungen das auf ihre Bürgerinnen und Bürger hatte. Ja, das hatten wir auch schon. Philosophy, Psychology and Art. All in one book. I'm gonna look cool at the coffee shops. All Things Different. Eine Geschichte über die Art und Weise, wie Kunst die Gedanken der Betrachter beeinflusst und verändert. All Things Different konzentriert sich auf Huxley, einen Psychologen, der versucht, eine neue Form der Therapie zu entwickeln, anhand von Gemälden, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Gelangt Huxley zu Bewusstsein in Bewusstseinsform, die der Menschheit bisher unbekannt waren. Das ändert sich, als ein Mann, der behauptet, Ingenieur zu sein, ihn um Hilfe bittet. Wieder einmal schafft es Finlay Kaipo, uns mit einer fesselnden Geschichte über Realität und Fantasie zu begeistern. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen, ohne es zu beenden. Und das sagt viel über ein so großes Buch aus. Ned Moranis. The Books Today. Lese das Buch auf eigene Gefahr. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es zu Ende ist. Und werde es auf jeden Fall bald noch einmal lesen. Vollgepackt mit Physiologisch.
Wieso lo? Philosophischen Fragen liefert Kaipo ein herzerreißendes Buch, das sich mit psychischer Gesundheit und ihr Bewusstsein auseinandersetzt. Doris Jackson, Doris of our Life. Das hatten wir auch schon. Spiele. Sophie Hartley really knows how to make me cry. I fell in love in May. Sophie Hartleins Debütroman erzählt eine herzerwärmende und unschuldige Geschichte über die Liebe und das Loslassen. Mit ihrem unbeschwerten Lächeln und ihren Augen, die vor kindlicher Neugier strotzen, entwickelt Sophie eine tiefe Zuneigung zu Laura. Eine Botanikerin, die sie an einem Donnerstagmorgen auf dem Flohmarkt kennenlernt. Die beiden begeben sich auf eine humorvolle, selbstbewusst und herzerreißende Reise, auf der sie den Zauber und das Wunder der Freundschaft entdecken, aber auch, wie zerbrechlich sie sein kann. Call of the Stars. Nur die allerältesten Menschen können sich an die Zeit erinnern, als die Menschen noch in Farbe sehen konnten. Seit The Clash verlassen sich die Menschen auf ihre anderen Sinne, um sich in diesem seltsamen neuen Universum zurechtzufinden. Der zweite Band von Core of the Stars zeichnet ein lebhaftes Bild der ehemals fröhlichen Welt Celidia, ihres Abstiegs in die Dumpfheit und das war und des Wahnsinns, der ihre Bewohner befällt. Spannend und fesselnd geht die Geschichte von einem Zustand scheinbar unendlicher Düsternis in eine actionreiche Erzählung, in der Jijun, ein junger, aber sturköpfiger Zauberer, mit jeder Faser seines Wesens kämpft, um die Elemente wieder ins Gleichgewicht zu bringen und der Welt wieder Farbe zu geben. Ah, my trusty assistant. Weeds are flowers too, you know. The Enchantress of Weeds bietet ethische Ratschläge zu allen Dingen, die mit Pflanzen zu tun haben. Das wunderschöne illustrierte und sorgfältig bearbeitete Enchirrichen stellt hunderte von Pflanzenarten ihrer Herkunft und wenig bekannte Fakten vor. Das Buch spricht den Botaniker in jedem von uns an und lehrt uns etwas über Ökologie, ihre Bedeutung und die Auswirkungen, die sie hat, wenn wir nicht achtsam sind. Dämmerung.
Was glissen und Alter und wiederhallenden Tanzmuster. Pemoros Reflexion über die flüchtige Freundin des Lebens sind eine herzerwärmende Erfahrung, die uns dazu bringen soll, uns in die kleinen Momente und Details zu verlieben, die das Leben so wertvoll und einzigartig machen. Boah, ich muss was bringen. Ey. Borrowed this from Julie a while ago. I never gave it back. The interconnection of trees. Fay ist ein alter Baobab. Er ist sich am Ende seines Lebens nähert. Er hat unzählige andere Bäume wachsen und welken, steigen und fallen sehen und alles aufgeschrieben. Wenn man sieht, wie die Menschen heutzutage mit der Natur umgehen, fragt man sich, ob wir auf den richtigen Weg sind. Fay behauptet, dass es sie seit Anbeginn der Zeit gibt. Und erzählt Geschichten darüber, wie die Menschen das Feuer entdeckten, wie sich die Zivilisation der Eichhörnchen im Laufe der Zeit entwickelten und will die weisen Worte von Wind einem alten Freund ausschreiben, um die Fehler vergangener Leben wieder gut zu machen. Eine Geschichte über unseren sich ständig veränderte Beziehung zur Natur. The Incorrection of Trees trifft den Kern der Frage, warum wir heute mehr denn je auf die Umwelt achten sollten. Keine Ahnung. This book taught me about recycling, but then there's the other two, reduce, reuse. I think we need to focus more on that. Dieser jährliche erscheinende Katalog hat das Ziel, die globale Künstlergemeinschaft näher zusammenzubringen, indem er einige der einflussreichen und inspirierendsten Werke des Jahres in einem bestimmten Bereich der bildenden Kunst vorstellt. Die vierte Ausgabe der Reihe konzentriert sich auf Typografie und zeigt alles vom fließenden Schreibstil bis hin zu großen und fetten Blockbuchstaben und präsentiert über 250 Kunstwerke aus 150 Ländern. I wonder what this symbol means. Aw, the postcard from Jamie. I forgot I even had this. Die habe ich auch schon gelesen.
A nice relaxing read. Als er die Aussicht aus dem 20. Stockwerk genoss, ging in der ganzen Stadt die Lichter aus. Alles wurde von einer dichten, ruhigen Dunkelheit umhüllt. Er schloss seine Augen und atmete tief durch. Ruhig zündete er eine Kerze an, ging ins Schlafzimmer und küsste die schlafende Ava auf die Außenseite ihrer Handgelenks. Die Stelle, an der sie einen winzigen Muttermal in Form eines Hasen hatte, das er so sehr liebte. Es ist wieder passiert, flüsterte er. The Air Around Us enthält 20 Kurzgeschichten, eine Reihe von Gefühlen, Gedanken und Geständnissen. Während Lou und Ava durch eine dystopische Zukunft navigieren, die von Stille und Geräuschlosigkeit beherrscht wird. Eher anspruchsvoll, aber auch mühelos, natürlich und magisch liebenswert, manchmal ein bisschen düster, aber trotzdem ermutigend. So ist Olga Shaynes Kurzgeschichtensammlung. Die Autorin macht einen sanften Spaziergang durch einen Wald von Gefühlen, während sie nach ihrem Frieden sucht, aber auf dem Weg viel mehr entdeckt. This one's kind of creepy. In der Welt, in der der größte Teil des Planeten überflutet wurde, werden wir von dem Tagebuch eines Teenagers begrüßt, der sein Leben wie jeder andere normale Teenager lebt. Bill geht mit dem Boot zur Schule und versucht, so trocken wie möglich zu bleiben, auch wenn ihr das nur selten gelingt. Sie unternimmt die obligatorischen Ausflüge, um Swim City zu säubern, den Ort, an dem die reichsten Menschen der Welt leben und der das einzige trockene Land ist. Auch auf dem Weg zur Schule trennt sie sich eines Tages von der Gruppe, um eine ominöse, maskierte Gestalt zu verfolgen und entdeckt eine ihr bisher unbekannte Welt. Swim City ist ein Meisterwerk, ein Buch über Ungleichheiten und Gier, Klimawandel und Elite-Denken. Carrie Offra versucht, der Welt einen Spiegel vorzuhalten, der eine gar nicht so unwahrscheinliche dystopische Zukunft zeigt, wenn keine Veränderungen vorgenommen werden. I love Keelan's poems. They're so full of vigor and life, and they really capture the feeling of being young. Dream and play. Und als ich meine Tür öffnete, starr ich der Kindheit ins Gesicht. Zarte Momente voller Lach und Tanz und Trauer. Kenley Anneth's Buch ist eine Reise durch die Jugend. Eine poetische Geschichte über den Versuch, sein junges Selbst durch Erinnerung, Gegenstände und Räume zu finden. Und über die Grenze solcher Erkundungen. Wenn du tiefer eintauchst, wird dich ein Nebel von Gefühlen einhüllen. Keenley's Dream and Play ist kein Buch, sondern eher ein Spiegel, der sich auf deine Vergangenheit stützt und dir deine Zukunft zeigen soll. Mit wunderbar belebender, moderner Poesie. Sie hat es
nicht nur an deinen Gefühlen, sondern zeigt dir auch Gründe auf, das zu akzeptieren, was gewesen ist, um sich auf das vorzubereiten, was noch kommt. If I just keep saving slowly, slowly. Wolves. Die kontroverse Idee der irischen Philosophen über das Bedürfnis nach Lust und Kampf zwischen Logik und Gefühlen. I like getting lost in these different worlds. Ich lernte Scott im Tanzstudio kennen, als sie 23 Jahre alt war, an einem sonnigen Mittwoch im Februar. Er liebte Lavendeltee, das hatten wir auch schon. Ouch, I think I still have sunburn. I hope it heals soon. It's been a couple of years since I won that bird photo contest. I can't believe it. Dad is still so proud. Cute. Dictionary of Shapes. Das Designer Faith Benja ist eine Untersuchung darüber, wie man mit Form elegante Lösungen schaffen kann. Benja zeigt, wie bestimmte Formen die Gesellschaft beeinflussen können und wie nützlich oder sogar gefährlich das sein kann. Anhand von Projekten, Fallstudien und visuellen kreativen Übungen zeigt Benja, wie Formen und ihre Symbole die Welt um uns herum beeinflussen können und wie unser Wissen über diese Auswirkungen verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Und der Kompass. Ooh, maybe they have some makeup tutorials in here. This record has some really good songs. It makes my heart ache. It's like I'm melancholic for something that hasn't happened yet, if that makes sense. I remember when I bought this. I listened to it so much, I knew all the words by heart. Vogelhaus, der Hund. Been gathering a bit of dust. I should play you more. Oh, this book is so interesting. It gave me inspiration to finish the diorama. Eine Sammlung glänzender Essays und selbstverherrlichender Schriften des Renaissance-Meisters des Querdenkens, die den Widerspruch des menschlichen Geistes erkunden. Ugh, it's been so hot the last couple of days. The world has so much to offer, and I'm gonna see it all. Ever since that walk in the forest with Mom, I've been fascinated by deer. I remember we both hid and watched them pass by us. Yeah.
Liebe Tanea, in den letzten Jahren ist so viel passiert. Und es war eine große Freude zu sehen, wie du erwachsen wirst. Ich hoffe, dieses Puzzle hilft dir, den Weg zurückzufinden, wenn du dich verloren und traurig fühlst. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kind. Liebe Papa. Okay, starting with the little pieces and working my way up. That's the body. Next, the head. Perfect. Ever since that walk in the forest with Mom, I've been... And the Pulitzer Prize for the best wildlife photos goes to... me. One man's trash isn't. The universe is a part of us, and we are a part of the universe. I'm hungry. This is so cool that Dad gave me this. Beautiful. It's really starting to come together. I think I need to align these somehow. Scheiße. Oi, 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 oi. Das wird ja hier was. I wonder what the diamond is for. I think it should be important. Sag mal, für die Teile und baue, dass der Raimora mal so benutzte die Ringe, um die Elemente zu drehen. Positioniere die Kugeln, indem du sie nach oben und unten ziehst. Aufleuchten?
Let's see. What do I have to do today? Musik war schon immer ein Teil meines Lebens. Sie hat mir durch schwierige und durch gute Zeiten geholfen. Meine Mutter gab mir das, bevor sie starb. Manchmal frage ich mich, was sie denken würde, wenn sie mich jetzt sehen könnte. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Tiere eher eine Erweiterung meiner selbst sind. Als ich klein war, bin ich mit meiner Mutter spazieren gegangen und habe sie viel mehr zu schätzen gelernt. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinge in mir am präsentesten sind. Sie stehen für das, was ich bin, was ich liebe und was ich sein möchte. In gewisser Weise sind wir die Dinge, die uns auf eine tiefe, unbewusste Weise bewegen. Auch wenn das schwer zu definieren ist. Das ist, was ich denke, wer ich bin. Okay, time to switch up the vibe. Fehlt nur eine Batterie. Ugh, it's been so hot the last couple of days. How can animals survive in this without lemonade? Found the cassette. Time to jam. I think I need to align these somehow. I wonder what the diamond is for. I think it should be important. What's the worry? I don't got those. What's the hurry? Even your grandma knows. All things good gotta come slow. All things good gotta come slow. All things good gotta come slow. And I float. And I float. All things good gotta come slow. All things good gotta come slow. All things good gotta come slow. So. Jetzt geht's auch leicht. Stars have aligned.
Das ist ein gewürteten Geweih quasi. Wow. Okay. This is wonderful. It's like, are all these things I own what makes me me? I don't think so, but I'm so attached to them. Okay, I think I'm ready to switch the mood. Sind wir frei zu sein, wie wir wollen, oder sind wir nur die Stimme dessen, was uns widerfahren ist? Ich glaube nicht, dass ich die Macht hätte, die Ereignisse, die mich hierher gebracht haben, zu ändern. Es würde bedeuten, dass mein Leben gegen das eines anderen zu tauschen. All die lustigen Momente, die ich mit meinem Vater geteilt habe, all die bedeutungsvollen Momente, die ich mit meiner Mutter geteilt habe, all die Abende, die ich mit meinen Freunden verbracht habe, würde ich gegen nichts eintauschen wollen. Wenn das Diorama nicht mich darstellt, ist es technisch gesehen ein Selbstporträt. Ich glaube, diese Dinge beschreiben meine Wesen. Wenn ich nicht hier wäre, könnten sie meine Geschichte genauso gut erzählen, ich. Ich frage mich, was andere Leute wählen würden. Ob sie glücklich wären, sich von bestimmten Gegenständen respektieren zu lassen. Vielleicht ist es besser, über Musik nachzudenken. Mal Abzeichen. Nee, das ist kein Abzeichen. Das ist nur ein Abzeichen. A professional woods wanderer. Some call it lost, I call it wandering. Okay. Another record. Something more grown up.